Okay, dann müssen wir jetzt hier wohl warten. Okay, ich hätte es auch einfach die ganze Zeit zubereiten können und mich dann umsehen können. Ansehen, Lichtschalter. Dann sehen wir uns das mal an. Boah, ich hätte auch voll Lust jetzt auf Milch. Einschalten. Ach, hier ist auch noch was. Ansehen. Aber guck mal, der ist so ein richtig besorgter Junge. Das finde ich irgendwie cool. Er denkt an die ganzen Sachen alleine. In die Waschmaschine, let's go. Das ist ein ordentlicher Junge, Mann. Wie alt ist der Typ? Jetzt muss ich auch noch ans Telefon rangehen, oder was? Was ist mit dir, Mann? Du bist doch der Dad hier. Wo ist denn das Telefon? Chris, answer the phone. Ach, hier ist das Telefon. You don't hear the phone ringing off the hook? Ja, warum gehst du nicht selber ran, du Wichser? Chris, ich wollte doch gerade da lang. Pizzeria Reynolds, Papas Handy, okay. Telefon benutzen. Papa anrufen. Die Pizzeria. Pizza. Buongiorno. Baba's Pizzeria is closed, but if you can wait, our business hours are Tuesday through Sunday, 11 a.m. to 10 p.m. If you would like to leave a message for Augusto, please do so. Pizza? Ciao. Pizza. You better not be making any prank calls. Doch, haben wir schon, Nanus. So, Papa geben. Was? Ansehen? Wir können es doch nochmal ansehen. Ja, ja, ne, dieses Geräusch. Ja, haben wir. Wir geben dir das jetzt, das Essen. Snack time! Did you make that for me? You wouldn't get up during the game, so I thought you could eat out here. I can nuke this mac and cheese in no time. Not bad. Not bad at all. You better start cooking from now on, buddy. Mom made the best mac and cheese. I mean... She did make the best mac and cheese. But this is the perfect comfort food for a winter game day. Thanks. Well, taste it first. Best mac and cheese ever. Ofen. Ofen, Käse, nix, Gouda. I'm frozen. I must build a fire. Oh Gott, der will ein Feuer machen. Scheit hinzufügen, ja komm. Das juckt den Dad überhaupt nicht. Oh yeah! Yeah, look at the scoreboard. Goodbye, Log. Alright. Nein, es ist schon viel wärmer wahrscheinlich hier. Aber wie viel man hier interagieren kann, das ist ja mega krass. Hab noch nicht mal alles hier angesehen. What the fuck, das ist so viel hier. Basketballbilder, ja komm, schauen wir uns an. Schnauzezug. You look so different in this basketball outfit. Trophäen. Dad was so popular. Dad never smiles like that anymore. Gewinner der Meisterschaft 2005. Cool, cool. Die Trophäen haben wir uns angeguckt. Genau. Telefonnummern, die habe ich auch gesehen. Recyclingtonne. Ansehen. Ja, okay, viele Aufgaben können wir hier noch erledigen. That is packed. I better take it out. Ja gut, dann bringen wir sie raus. Let's go, Boys. Wir haben nichts zu tun. I hate that beer can smell.
Guck mal, wir machen alle Aufgaben, die eigentlich unser Dad machen sollte. Jawohl. Geiles Abenteuer hier, Mate. Weg damit. Einfach hier vor die Haustür tun. Das ist rausgebracht. Naja, immerhin. Besser als nix. Gut, hier haben wir uns, glaube ich, alles... Ich weiß gar nicht. Ich habe hier, glaube ich, noch nicht... Ausschalten, nee. Tür haben wir angesehen. Waschmaschine waschen habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Dunkle Tür ansehen. Come on. Don't be afraid. Go in there and turn on the heat. But first, put on your magic cape. Na gut, dann müssen wir es mal waschen. Zack, zack, zack. I hope I set this right. Aber da war jetzt schon echt vieles Zeug. That's nice, Chris. You're better than a housekeeper. Just don't ask for a raise. Ich könnte verlassen? Ich könnte einfach hier raus? Nee. Das wär zu langweilig. Ich will hier alles Mögliche noch angucken, Alter. Hier gibt's so viel zu machen. Ofen. Verbrennen. Now burn. Burn. Cool. Ansehen. Stinosaurier. It looks like more T-Rex is getting hungry. Den spielen wir jetzt auch mal eine Runde. Komm, Dinosaurier. Lelele. Dinosaur Land is open for business. Eat everybody. Der Tetze guckt zu. I am more T-Rex. And you are my lunch. Zeitschrift. I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. Boxcar, the Railroad Earth. Gucken wir lesen es mal. Boxcar, die Fachzeitschrift für Zugreisende. Die Erde auf Schienen. Poeten in einem Zug nach San Francisco. Yeah. Kann man den TV schließen? Guck mal, das hat sich pausiert oder was? Autoschlüssel. Autoschlüssel nehmen? Okay, you guys can't hide from me. Autoschlüssel nehmen. Awesome. Dad, I found your car keys. Ach so. That's where they went. I swore I had them on me, but they must have fell out of my pocket last night. Just put them in the bowl. Cool? Yeah. Okay, ich sollte sie für meinen Dad mitnehmen. Öffne und schließe dein Inventar mit I. Ah, okay, mein Inventar ist Schlüssel. Ansehen. I could sit on the couch and watch the game with Dad. If he sees me. Ist auf jeden Fall cool, dass man hier verschiedene Sachen erledigen kann, ohne dass man die Story so gesehen macht. Zuerst. Why does he drink that if it just makes him mad? Das macht ihn müde, ja, das versteht er nicht. Das versteht der kleine Typ nicht, dieser Captain Spirit. Hier waren wir aber noch nicht. Ach, hier gibt es ja noch schöne Räume, ey. Wasserhahn. Benutzen. Ja. Schön waschen, Hände, Gesicht. Jeez, where is the heat? I bet the water eater is sleeping again. Der Wasserfresser. Spiegel, Interview benutzen. Ansehen, Rasierer. I wonder when I can start to shave. Nein, das willst du nicht. Das willst du gar nicht, mein Freund. Natürlich rasieren sich so bald. Let me put these stickers here. Maybe he likes them too. Comic. I never get tired of Hot Dog Man. Hot Dog Man. Der heldenhafte Hot Dog Man. Alleine vergessen ist das Ende von Hot Dog Man. Awesome more Comics. Man. I love this issue. Hoop hoop. Auf jeden Fall cool gemacht hier. I could draw like this.
Oh nein, nicht er. Ich werde dich zerquetschen wie eine Erdnuss. Es ist vorbei. Warte, du bist also auch Senf. Ich mag Senf. Ich werde dich alle machen. Okay, das war die letzte Seite. Hier kann ich noch das U-Boot ansehen. Jawohl. Aber cool, wie die an die kleinen Details so gearbeitet haben. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also, weil ich hier verschiedene Sachen hier benutzen kann und halt interagieren kann. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja gut, hier gibt es aber echt viele Möglichkeiten, das zu machen. Aber ich will erst mal ein Interview machen. Viele Interaktionen, finde ich cool. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? Wir vergeben ihn. Ich werde Mantroid vernichten. Ich werde Mantroid vernichten. My message is that Mantroid will never win. And I will find you. And I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? Meine Eltern, ich. The only hero I have is me. That's good to know. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Was ist jetzt benutzen? I feel naked without my costume. Ohne dein Kostüm kommst du dir nackt vor? Okay, was ist da los? Na gut. Alles hier haben wir angeguckt. Sticker, ja, yo. Ah, ich kann hier auflegen. Mom will guess my secret identity now. Ah, cool. Okay, that's a good start. But now it's time to build the rest of my costume. Papas Zimmer betreten. Ich will aber hier rein. Das ist auch mein Zimmer gewesen. Ansehen. Ich kann ja was vom Adventskalender holen. Thanks, Claire. Aber das ist doch der Billigkalender, ne? Der kostet so 60 Cent oder so. Und diese kleinen Staffeln. Good job, Chocolate Hog. Ja, was soll die Scheiße? Was frisst du denn von dem Adventskalender deines Sohns? Öffnen, Schrank. Ja, da können wir noch die Kleidung holen, ne? Spirit-Umhang. Ansehen. I have a super cape. Ja. Only Captain Spirit can wear it. Ja, den will ich haben, mein Freund. Tragen. Genau, trag ihn. Yeah. Sag mal den Umhang hier. Bitte, bitte. I feel the energy flow through me. I have the power. I got the power. One more piece and I'm almost done. Was brauchen wir denn? Ja gut, die DVDs, Comics und so weiter habe ich ja alles angeguckt. Tattoo. Beim Tattoo ist jetzt hier noch ein Kraftaktion. Anwenden. Okay, Tattoo. Stimmt, ich glaube, das war auch das letzte Stück vom Puzzle. Kann das sein? I can take the pain. At least I don't have to use any needles. Suck. Boom. How stupid are you? How can you not score here? Ich hab den Haistachel noch gar nicht gesehen, ne? Den Rest hier habe ich gesehen, oder?
Zeichenanleitung. Ach ja. Das kennen wir schon, das kennen wir schon. Gut, der Haistachel. Und TV. Haistachel. Here comes the shark stinger. Ich find's aber cool, dass wir jetzt auf jeden Fall die anderen Sachen jetzt mal uns wieder angucken können. Ich dachte schon, die werden wir uns nicht mehr angucken können. Aber cool. Finde ich cool. Ooh, the shark stinger is looking for victims. Ich mag es so ausführlich zu machen. Es ist richtig cool. Here comes the evil car. Pedestrian better get out of the way. Nichts tun, eingreifen. Eingreifen, let's go. Kraftaktion. That was your last ride, Shark Stinger. Yes, Captain Spirit saved us. You'll never run over anybody again. So, TV, meine Damen und Herren, wir können hier ansehen. Only my brainwaves can activate the monitor. Nur meine Gehirnwellen können es einschalten, okay? Okay, das finde ich cool. Ich glaube, der wird seine... Ja gut, der hat die Fernbedienung in der Hand. Aber der wird auf jeden Fall dann die ganzen Dinge einschalten können und alles. Also da kann wahrscheinlich ja dann ein bisschen... Er kann nur mit seiner Superkraft halt die verschiedene Dinge hier ausführen. Pizza Arcade Liste, Rangliste. Birthday party at Pizza Arcade. I hope it'll be cool next year. Ah, Chris hat mitgespielt. Pizza Arcade, bester Spieler des Tages, Chris. Bestenliste 43, Chris 43, Hall 21, Shayla 20, Justin 13, Stan 11, Kyle 5. Das muss richtig erniedrigend sein, wenn man 5 Punkte hat und Chris 43. Der hat 30 mal so viel wie der. Nee, der hat 8 mal so viel wie der auf jeden Fall. So, 8 mal. Gut, hier haben wir uns alles angeguckt, oder? Fenster ansehen haben wir. Na gut. Fernseher brauche ich jetzt nicht nochmal anzumachen. Dann gehen wir hier rein. Papas Zimmer. Was ist da denn so? Bier. Sonst nix oder was? Größenmarkierung. Ansehen. I'm too old to be measured now. Right? Wie alt ist denn der Chris? Das ist... Ist das Chris? Also der heißt Chris, ne? Der Captain Spirit, glaube ich. So, ansehen. Parfüm. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. Oh. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Ja, aber Dad hat viel zu tun, ne? Okay, ich kann sehr viel mit der Lampe machen. That does not look good. Einschalten. Light on. Reparieren. Aha, wir haben hier einen Schlüssel. Ansehen und dann nehmen wir den. Ooh, the mystery of the secret key is solved. Ah, wir müssten doch, glaube ich, so einen Schlüssel kriegen oder so. Haben wir gelöst, yes. Mates. Und nochmal Neues, irgendwas Neues gekriegt. So, bei Tabulator kann ich jetzt gucken. Ist das jetzt abgeschlossen oder... Okay, ich habe keine Ahnung. Das werden wir alles noch wahrscheinlich sehen. Ausschalten. Wir gucken uns einfach eh alles genau haargenau einfach an. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here. No. Im Schrank ist doch noch bestimmt was. Das kann ich ja öffnen jetzt, oder? Careful of booby traps. Ah, das kann ich jetzt mit diesem Schlüssel öffnen. Gut, Konsole. Oh my god. Dad actually got me the new Playbox. No way. Geil, Alter. Cool. Dad used to always talk about this basketball.
Alter, wie glücklich der Typ sein muss, wenn er die sieht, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Wenn man so ein frühzeitiges Geschenk sieht, das muss doch einfach mega geil sein für den jetzt gerade hier. Lesen, Brief. Dad never told me he had a new friend. Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Wer schreibt denn heutzutage noch Briefe? Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein. Und ich weiß, er geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen. Gibt's kein WhatsApp dafür, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach, daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin. Was für eine Tänzerin, what the fuck. In der Kiste ist auch noch viel Zeug, wow, bestimmt. Dad had fans when he was playing in high school. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hamill. That's scary. Versinkt ihr Leben im Alkohol? Sie sind nicht alleine. Wir können helfen. Kontaktieren Sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise verfügbar. So we move because Dad couldn't pay for the house? That sucks. 12.06.2015. Ja, bei 2015 gibt's doch schon längst WhatsApp. What the fuck? Wer schreibt dann doch noch da Briefe? Sehr geehrte Mr. und Mrs. Erickson, unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerung und Zusicherung versäumt haben. Obwohl wir die Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diesen empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir Ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten Sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit Ihnen klären zu können. Mit freundlichen Grüßen, Clamp Immobilien. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Schulbezirk, sehr geehrter Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät Ihr Vermächtnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für Ihr aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Biodosen im Schwimmbad, nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass Sie die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Das ist die Sicherheit, ja. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass Sie in der Zukunft Erfolg haben. Mit freundlichen Grüßen, Schulinspektor Magum, Schulbezirk Sunny Creek. Gut, der Schrank ist geöffnet worden. Wir haben hier noch Plattenspiele, wir haben hier Zigaretten. Wir haben hier noch eine Kiste. Shoot. That's way too high for me to reach. Oh, I could use this to make some cool armor. Ah, die Rüstung fehlt. Okay. Yes, this will totally protect me from Mantroid. My suit is almost ready. After I get some paint. Farbe also. Bewegen. Ah, jetzt kann ich ja wahrscheinlich dann diese Kiste da oben. Dad was so angry at the police. 10. April 2015. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meinen Anruf von E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie oder die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. I remember Dad yelling on the phone a lot. 28. September 2016. Mr. Charles Erickson, obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass ich all meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nun
Nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Mit freundlichen Grüßen, Mick Collins, Privatdetektiv. Jeez. Dad wrote a lot of letters. Na, scheinbar schon. 20. Januar 2015. Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen von Asteroid Drive und Mental Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen. Außer sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Mit freundlichen Grüßen, Barbie Breckermont, Verkehrsüberwachung. Okay. Bo-bo-boy! Bo-bo-bo-boy! Zigarette in Ansehen, ne? If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Rauchen ist eh nicht gut. Eine stehlen. Dad loves his cancer sticks. Gross. Wonder what they taste like. Ah, der hat eine Zigarette jetzt gestohlen. Böser Junge. Aber gut. Ich würde... Naja, es ist... Ich denke mal, der ist einfach neugierig, so wie das schmeckt. Aber es schmeckt halt einfach scheiße. Und das sollte man auch lieber lassen. Sollte man nicht machen. Ich finde Rauchen sinnlos. Zeichentrick. Ich will die Sonne an sich gar nicht verlassen. Ich find's gerade so cool. Okay, es fängt, glaube ich, wieder von vorne an, ne? Ja gut, wir haben die ganze Tour gesehen, deswegen. Ja gut, ich love listening to Mom's old records. Ja, ist echt cool. Aber gut, auf Ansehen. I remember listening to this with Mom. She loved to sing along. Oh Mann, ey, das ist so traurig, Mann. Wir haben schon gespielt damit. Na gut, dann ich denke, hier wird es nichts mehr geben, außer das Bett. Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Hinlegen, ja. Warum nicht nochmal hinlegen?
Okay, das hat man schon. Das hat man schon. Gut, es ist genau dasselbe. Wir haben noch nicht mit Dad gesprochen. Also Dad ist jetzt der Einzige, mit dem wir Faustabdruck. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Okay, das ist echt krass, der Faustabdruck hier.